Okay, die Spieltipps sind deaktiviert. Du kannst dir die Spieltipps jederzeit der Spieletipp in der Spieletipp-Enzyklopädie ansehen, indem du Optionen, Spieletipp-Enzyklopädie wählst, bla bla. Ja, brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, dann gehen wir mal hier so ein bisschen auf das Inventar ein. Also hier haben wir unseren Live-Modus, sprich, was hier gerade abgeht. Dann haben wir einen Kaufmodus, wo wir Möbel und alles Mögliche kaufen können. Einen Baumodus, wo wir unser Grundstück bearbeiten können. Und ja, hier können wir noch eine Geschichte schreiben. Das werde ich wahrscheinlich eher nicht machen. Ja, das erste, was ich jetzt erstmal machen werde. Ne, das sind die Grafikeinstellungen. Spieloptionen, genau. Wo ist das denn hier? Dumm, 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 dumm. Freier Wille wird eingeschaltet. Sichtweite. Entschuldigung. Sichtweite Mittel. Kann man nicht mal das Altern der Sims ausstellen? Ich meine, das ging mal. Ich glaube hier, oder? Ne, das sind die Credits. Ne, das möchten wir nicht. Tja, wo kann man das denn ausstellen? Man konnte das Altern der Sims, glaube ich, ausstellen. Zumindest ging das in Sims 3. Tja, und wenn es nicht geht, dann werde ich es wo. Also es wird wahrscheinlich gehen, aber wahrscheinlich nur mit Cheats. Zur Not werde ich dann einfach cheaten, damit die mir hier nicht so schnell flöten gehen. Ja. Boah, das ist so furchtbar, die Kamera kann man da nicht irgendwie. Bin ein bisschen unvorbereitet, wie man vielleicht merkt. So. Was haben wir denn hier? Gibt es hier keine Mauseinstellung? Sichtweite, Dekoration. Hä? Sichtweite, Sichtweite? Bin ich jetzt bescheuert? Verstehe ich nicht ganz. Aber ist egal, lassen wir auf Mittel. Ja. Keine Ahnung. Ist halt so. So, jetzt gehen wir mal in den Live-Modus, werden hier unsere Bedürfnisse mal aufklappen. Das habe ich eigentlich immer offen. Hier ist der Zufriedenheitsstatus. Hier haben die Sims Wünsche und es gibt dann halt Laufzeitbelohnungen und Ängste, die sich auch regelmäßig ändern werden. Hier steht halt, wie alt die Sims sind. Wird alt in so und so vielen Tagen. Bin ich Nedis Hunter. Ja. Hier stehen die Beziehungen, wie viel Prozent die sich mögen und all sowas. Und hier ist noch so eine kleine Legende. Ja. Ne. Dürfte eigentlich erstmal uninteressant sein. Hier die Arbeit. Und ich sehe jetzt schon, dass das Haus sehr klein ist. Das wird noch zu einem Riesenproblem werden. Ich hoffe, wir haben überhaupt genug Betten dann. Beziehungsweise können uns genug kaufen. So, Persönlichkeit, Hobbys und so weiter. Erinnerungen haben wir denn da? Ja, das ist einfach noch unbekannt. Einfach niemand, weil da noch nichts drin steht. Moment, kann ich wieder hier drauf gehen. Ja, und hier sind die genannten Laufzeitbelohnungen und das Inventar. Joa, wenn wir dann auch bei Zeiten zukommen. Ich glaube, dann habe ich auch alles. Jetzt muss ich hier erstmal gucken. Das ist Play. Das bin ich. Das ist der DJ. Und das ist der Hunter. Ja, ich weiß nicht. Das bin ich. Was habe ich denn vor? Freundschaftlich umarmen. Plauder. Ja, lassen wir dem Spiel doch mal seinen Lauf, wa? Huch, nee. Auf einstellen. Ach. Ja. Da habe ich mich noch dran gewöhnen müssen. Hä? Achso, wir haben Mittelmaustaste. So. Aber bevor wir jetzt hier richtig ins Spiel starten, werde ich erstmal. Das werde ich so lassen. Werde ich erstmal zusehen, dass ich hier bettentechnisch was geregelt kriege. Weil die müssen ja irgendwo pennen. Hat das Haus überhaupt ein Bett? Hier kann ja nicht eine Person schlafen. Ach Leute, das wird noch lustig. Das wird noch lustig, ich sage euch. Jetzt werden wir erstmal nachsehen, wo es hier Betten gibt. Huch, habe ich ihn schon gesehen hier? Lernen, Schlafzimmer. Die Musik geht ist ganz schön laut und geht mir ganz schön auf den Sack. Einstellungen, Musik. So. Wunderbar. Was wollte ich jetzt machen?
Genau, Betten. Betten, Betten, Betten. Ja, erstmal hier so ein billiges Bett. Hallo? Also. Ja, muss ich erstmal dran gewöhnen, weil in Sims 3 war das auch alles. Ach, da hat man es ja auch noch so gedreht und meine Güte. Erstmal dran gewöhnen. So. Oh, Leute, ich sag's euch. Das wird noch uncool. Das wird noch uncool mit dem Platz. Da werde ich erstmal eine Wand einreißen. Nee, da war die verkehrte Ansicht. Ach komm. Kriegen wir auch ein bisschen Geld. Geld, Geld, Geld. Immer wichtig. Ich brauche hier gar keine Wände. Mal ganz ernst, warum haben wir zwei Badezimmer, sondern nur die Toilette? Ich verstehe das nicht. Genau. Tja, das ist jetzt so eine Sache, ne? Wenn jetzt hier mal noch eine Wand ziehen. Oh, muss auf etwas platziert werden. Oh, da braucht man noch ein Fundament, Leute. Das könnt ihr doch nicht machen. Musst du mich hier direkt schon überfordern? Wie gingen denn Fundamente da? Hätte ich gerne, nicht. Hätte ich nicht das Pipettentool. Hä? Nee, Quatsch, 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 Quatsch. Was mache ich denn? So. Ich hoffe es, obwohl kann ich auch direkt bis hier. Kleine Probleme mit meiner Ansicht habe ich aber schon noch. So. Das regelt sich schon in nächster Zeit. Hoffe ich mal. Nee, abreißen möchten wir gerne noch nichts. Obwohl haben wir ja gerade schon. Als werden wir erstmal Wände ziehen. Muss auch zusehen, dass ich nicht zu lange aufnehme, weil ich das ja auch noch rendern muss. Das soll heute noch kommen. Nee. Da hat der was anderes hingemacht. Die Vorgabe. Der, die das Vorgabe. Und ja. Jetzt müssen wir erstmal ins Innere irgendwie rein. Oder knatscht mein Stuhl. Ich werde hier noch Riesenprobleme haben, glaubt mal, Leute. Jetzt werden wir erstmal hier die Wand hier abbauen. Irgendwie. Dann werden wir das Pipettentool nehmen. Werden hier einen Boden ziehen. Ich merke schon, die Grafikeinstellung werde ich noch etwas runterdrehen müssen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. So, dann müssen wir hier noch die Wand von denen tapezieren. Warum wir auch immer Geld wieder kriegen, dann war schon irgendeine teure Wand dran anscheinend. Und jetzt geht's eine Etage nach oben. Schauen wir mal. So, zack, zack. Jo, vielleicht auch mal hier so ein bisschen zu meinem LP-Kanal, was da erstmal kommen wird. Erstmal wird wahrscheinlich nur. Ja, Mist. Erstmal wird wahrscheinlich nur. Habe ich das jetzt rückgängig gemacht oder nicht? Bin verwirrt. Erstmal wird da wahrscheinlich nur ein LP kommen, das wird dieses hier sein. Weil ich, wie gesagt, nicht so viel hochladen kann und gleichzeitig und nicht so viel rendern kann, vor allen Dingen. Ach, und wisst ihr was, wenn wir letztes Jahr alle in der gleichen Farbe machen. Hat auch keinen Sinn. Ja, was hier noch an LPs kommen wird, weiß ich nicht. Ich habe da schon was geplant. Wird vielleicht hier nachkommen oder nebenbei. Wenn ich meinen neuen PC habe, wird das dann auch alles vielleicht etwas besser. Und die FPS gehen runter. Aus diesem Grund würde ich einfach mal sagen, ich glaube, die Festplatte ist langsam voll. 2 FPS. Aus diesem Grund würde ich einfach mal sagen, wir speichern das Ganze jetzt mal ab. Ja, wenn es dafür noch reicht. Egal. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich bin mal gespannt, wie das so bei euch ankommt, wie die Soundqualität ist. Wie gesagt, wenn noch irgendwelche Fehler drin sind, dann seht mir das einfach mal nach. Gut, bis zum nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.